In der Umarmung des großen Nörgel verspüre ich keine Angst mehr, denn durch seine pesterfüllte Gunst bin ich zu dem geworden, was ich einst fürchtete. Der Tod. Kulwein Hestarius von der Deathguard. Ja, wir betrachten gerade einen Zusammenschnitt bzw. einen Schnellvorlauf von meinen 5 Stunden, die ich bei Twitch gestreamt habe. Und da nehme ich euch wie immer mit, wie gesagt, um meine einzelnen Schritte dann zu dokumentieren, wiefern ich dann dazugelernt habe, inwiefern ich Fortschritte mache, dazu dann später mehr. Ich möchte allerdings auch ein bisschen informativer werden, denn ich habe in den Rezensionen, sag ich einfach mal, mitbekommen, dass es viele nicht nur so interessiert, wie viele Fortschritte ich mache, sondern vor allem, dass sie auch eben Hintergrundwissen haben wollen, irgendwas Informatives einfach. Und daher nehme ich euch jetzt einfach mal mit auf eine Reise in die Death Guard, in die frühe Geschichte. Ich spreche so ein bisschen unter anderem auch über das 30K, also über die Horus-Heresie, was kurz davor passierte, was kurz danach passierte und dann eben auch, was die Death Guard heute ist. Ja, wie fing das alles an? Der Primarch Mortarion ist dann derjenige, der die Gensaat dann geführt hat, der dann die Death Guard anleitete und mittlerweile ist er zu einer Perversion seiner selbst geworden, hat dann so ein paar, ich sag mal, Fliegenflügel, ich blende gleich nochmal ein Bild von ihm ein, der ist ja als Tabletop-Figur auch zu erwerben und den darf man anmalen, wie man mag. Ja, der wartet sicherlich auch noch auf mich. Ich habe mich nämlich ein bisschen in die Death Guard verliebt. Ich bin sowieso ein sehr großer Freund von Papa Nörgel und seinen Geschenken. Und ja, die zieren jetzt mittlerweile, nachdem sie jetzt auch fertig geworden sind, meine Wohnzimmerwand. Die Death Guard. Mortarion ist auf der Welt Barbaros aufgewachsen. Der Planet selbst, unglaublich giftig, in Wolken gehüllt, mit Nebeln, die da runtersteigen. Und die Bevölkerung war dann in den finstersten Flachlandgebieten untergebracht, sodass sie da dann von den Giften gequält worden sind. Tod, Angst, Mutation, Tod, Dahinsiechen, all das, was man eben mit der Death Guard in Verbindung bringt. Mit Papa Nörgel war eben auch schon damals im 30K vor der Horus-Heresie gang und gäbe, zumindest für den Primarchen Mortarion. Nester von Schmutz und Zerfall, so wird es beschrieben, von verrottendem Fleisch. Und das Problem war, dass nicht nur die Bevölkerung, sondern eben auch Mortarion extrem konstituiert war, sodass sie dann dadurch eben nicht gestorben sind, aber gelitten haben sie dann doch, wenn man dann diese giftigen Gase einatmet. Er lebte dann dort, ist dann die Hügel hinaufgestiegen, die von diesen Giften so ein bisschen verschont worden ist und traf da dann auf die Herrenmenschen, so nenne ich sie einfach mal, die großen Herren, die Kunst des Krieges lehrten und dann von diesen Giften dann verschont geblieben sind. Und Mortarion hat das gar nicht so gefallen, wollte dann eben auch auf die Menschen, die dann schwächer waren, die beständig in Angst lebten, wollten dann eben auch, dass die mit nach oben kommen dürfen, damit sie dann von diesen Giften verschont worden sind. Aber die Herren haben das dann eben nicht zugelassen, sondern haben dann Jagdgesellschaft gebildet, die dann diese Tiere, ich nenne sie einfach mal so, dann gejagt haben. Die wurden dann zum Abschluss freigegeben. Und Mortarion hat sich da dann eben drüber erhoben. Es kam dann dazu, dass der Imperator seinen Sohn suchte, denn der Imperator wollte natürlich dann auch seine 20 Primarchen vereinen. Wobei, sagen wir mal, 18, denn über die anderen beiden Primarchen wissen wir nichts. Es könnte natürlich auch sein, dass er sich eine Primarchin darunter versteckt, aber der Imperator hat zumindest dann Mortarion gesucht und gefunden auf Barbaros und wollte ihn dann in die Region eingliedern. Mortarion hatte sich da allerdings sehr geweigert, hatte dann die Bevölkerung hat ihn sehr bewundert, diesen Imperator, weil er so strahlend, so hell war. Und Mortarion wurde dann sehr eifersüchtig und verärgert über diese Bewunderung, die diesem perfekten Fremden dann entgegengebracht worden ist. Obwohl es dann eben sein Volk war, Mortarions Volk, der dann dafür gekämpft hat, dass diese Herren, die oben auf dem Berg leben, diese Jagdgesellschaft bilden. Da hat er sich sehr für die Bevölkerung eingesetzt und dann kommt da so ein strahlender, edler Fremder mit gebräunter Haut, der nicht so bleich und hager aussieht wie Mortarion.
Und das hat ihm überhaupt nicht gefallen, woraufhin er sich dann weigerte, sich anzuschließen und wollte dann die Feldzüge für den Imperator nicht führen. Es kam dann zu einem Wettstreit, das kennen wir auch schon von den anderen Primarchen. Das heißt, der Imperator wird immer wieder getestet und hat sich dann immer wieder beweisen können. Und nachdem dann einer dieser giftigen Wolkenberge, auf dem dann große Menschen lebten, die dann die Unteren dann versklavten, sie versuchten dann diesen Berg nach oben zu steigen, wo dann das Gift herunterwaberte. Aber an dieser Stelle war das Gift tatsächlich so stark, dass selbst der konstituierte Mortarion hier dann zusammenbrach und nicht weiter gehen konnte. Der Imperator allerdings ging weiter, besiegte diese Herren und befreite dann eben auch Barbaros von diesen giftigen Dämpfen, von dieser giftigen Luft, was dann Mortarion dazu verleitete, sich seinem Schicksal hinzugeben. Das heißt, er hat den Imperator anerkannt, dass er eben noch konstituierter ist, war da wohl aber nicht ganz zufrieden mit. Also man merkt auf alle Fälle, dass so ein bisschen die Häresie schon in Mortarion damals schlummerte. Mortarion ist eng verknüpft dann auch in der Horus-Häresie mit der Eisenstein und was dann während des Schlachtfeldmassakers auf Istvaan passiert, das werde ich, wie gesagt, noch ein weiteres Mal dann verbreiten bzw. dann erzählen, was dann da passiert ist. Das heißt, wir werden uns in diesem Teil dann nicht so sehr darauf konzentrieren, weil wir unter anderem auch so ein bisschen über den Malstream sprechen wollen. Aber im 40. Jahrtausend, also 10.000 Jahre später, hat sich Mortarion, wie gesagt, verwandelt, ist dann übergelaufen erst zu Horus und als Horus dann starb, hat er dann sich Abaddon angeschlossen, dem ersten Mann unter Horus, der dann die Black Legion übernommen hat. Mortarion hat dann gemeinsam mit den anderen noch lebenden Primarchen nicht nur Caliban vernichtet, sondern eben auch die Industrie und Festungsplaneten, die um Cardia herum liegen. Also auch da haben sie sehr gewütet. Und während dann viele der Primarchen in Richtung Terra zogen, haben es die Death Guard vorgezogen, dann eher in Richtung des Sektors Ultramar zu ziehen, denn sie wollten die Ultramarines vernichten. Das war wohl ein ganz großes Ziel von ihnen. Da haben sie dann angefangen mit den Untersektoren bzw. den zweiten Gründungen, den dritten Gründungsplaneten der Ultramarines, die haben ja noch weitere Orden gegründet und da haben sie wohl ein sehr, sehr großes Problem gehabt mit Robu Giliom. Ja, und an dieser Stelle enden die bisherigen Romane, das heißt, wir wissen noch nicht genau, ob es ihnen gelingen wird. Die White Consuls haben zumindest sehr, sehr große Verluste einstecken müssen. Wir haben viele alte Helden wieder gesehen, die dann auch während des 30K schon da waren. Auch die haben sich dann dank den Geschenken von Papa Nurgle in dem Warp, in dem Imperium, haben sie überlebt, haben sich verändert und sind mittlerweile zu sehr, sehr großen, konstituierten Mutanten geworden. Das also so ein bisschen die Death Guard. Wir können also beobachten, dass es sehr große Kämpfe und Schlachten gibt und geben wird. Das ist auch der Grund, warum jetzt die Starterboxen Ultramarines gegen die Death Guard so vermarktet wird. Das macht also definitiv Sinn. Woher dieser Hass kommt, ich bin mir selber noch nicht ganz sicher, aber die White Consuls, wie gesagt, wurden dann schon vernichtet, jetzt nachdem das 42. Jahrtausend dann eingeläutet war. Ja, bei Twitch habe ich, wie gesagt, jetzt 5 Stunden gestreamt. Das ist dann jetzt der Zusammenschnitt. Ich habe viel mehr Wasser genommen, um die einzelnen Details dann besser auszuarbeiten, damit die dann eben nicht übermalt werden und kaputt gehen. Also da habe ich dann 3 Schichten von dieser Grundschicht genommen, dieses Nörgelgrün, die Pest-Sachen, diese Pestfarbe hier. Da habe ich 3-mal übermalt, bis es mir dann gefiel. Ich hatte mit einer schwarzen Grundierung gemalt, hatte dann nach und nach dann das Gold aufgetragen und dann die einzelnen Details rausgearbeitet. Habe dann sehr sparsam versucht, mit dem Shade abzuarbeiten, mit dem Nullenoil. Ihr könnt euch die Miniaturen dann ansehen, wenn sie fertig sind. Ich habe dann natürlich auch noch einmal versiegelt, nachdem ich dann der Meinung war, dass sie irgendwann fertig sind. Ich bin auf alle Fälle viel mehr zufrieden mit dem, was ich da jetzt abgeleistet habe, als vorher. Da fehlt immer noch so ein bisschen das gewisse Extra. Ich habe jetzt auch noch andere Miniaturen gesehen, die komplett in Schwarz waren, mit Frostbeulen, mit Schnee. Also das waren dann einfach die ganzen normalen Death Guard Miniaturen.
die dann einfach schwarz-blau angemalt worden sind. Die sahen auch sehr, sehr gut aus. Und ja, jetzt wartet natürlich nochmal die Militarum Tempestus Skyans. Die warten auf uns. Und da werde ich mich dann auch für ein anderes Farbschema entscheiden. Das habe ich mir schon angesehen, denn mir gefällt dieses Blau nicht, beziehungsweise dieses, ja, Grau, Grau-Blau. Da hatte ich ja extra schon die Farbe dann geholt in Hannover bei Fantasy Inn. Aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, dass ich sie schwarz-silber oder schwarz-gold mache und nicht dieses Graublau. Das gefällt mir, wie gesagt, nicht. Die Farbe werde ich so oder so noch benutzen können, aber das ist so das, was jetzt demnächst ansteht. Das heißt, wenn ihr wollt, verfolgt mich weiterhin, entweder hier in den Videos oder dann Twitch beim Livestream, wenn wir dann gemeinsam malen. Ich muss noch mal ein bisschen mit der Kamera gucken, ob ich das besser hinbekomme mit dem Fokus, aber wir erzählen uns da zumindest immer sehr viele lustige Geschichten über ja, Pen and Paper, Tabletop, was auch immer so ansteht. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Zusammenschnitt, dieses kleine Voice-Over gefallen. Wir können natürlich noch über weitere Verräterlegionen sprechen und ja, so mehr gemeinsam miteinander herausfinden. Wie gesagt, ich werde auch weitere Rezensionen zu Warhammer liefern, zu der Lore. Aber nicht nur zu der Lore, sondern eben ja zu allem, was da noch so ansteht. Also ich habe mittlerweile eine ganze Menge PDFs, die hier noch rumliegen und die noch alle rezensiert werden wollen und es wird viel mehr Warhammer bei mir geben. Gut, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.